Schließen Sie die Augen. Legen Sie die Hand ab. Machen Sie Ihren Geist zu einer leeren Leinwand. Jetzt bitten wir Ihr Unterbewusstsein, ein Bild zu finden für ja, ja. Irgendwas Einfaches. Eine Farbe. Ein Symbol. Und jetzt ein Bild für Nein. Auch etwas Einfaches. Was Sie wollen. Nur Sie können es sehen. Niemand sonst. Wir haben jetzt ein grobes Instrument, das uns ein Gespräch ermöglicht zwischen dem bewussten und dem unbewussten Teil Ihres Gehirns. Sie konzentrieren sich weiter nur auf das, was ich sage. Und ab jetzt antworten Sie nur noch mittels dieser Zeichen. Ja oder nein, haben Sie das verstanden? Ist Ihr Name Alan Pascal? Sein Name ist Louis Drax, 9 Jahre alt. Er fiel in Land's End von den Klippen. Er war 2 Stunden lang tot. Sowas habe ich noch nie erlebt. Er liegt im Koma. Aber er lebt. Mrs. Drax, ich bin Dr. Pascal. Von Wundern zu sprechen gilt unter Medizinern als unprofessionell, aber ich mache hier mal eine Ausnahme. Hast du heute Morgen keine Nachrichten gesehen? Wer wurde geschubst? Geschubst? Von wem denn? Gibt's was Neues vom Vater? Noch nicht! Was für eine Version hat Ihnen Mrs. Drax zu Louis' Unfall erzählt? Es war Louis' 9. Geburtstag. Ich habe ein Picknick vorbereitet. Er wurde aggressiv. Kinder wissen immer so viel mehr, als wir denken. Ich glaube, manche wachen einfach nicht auf, solange sie sich nicht sicher fühlen. Was, wenn Louis versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich würde gerne etwas ausprobieren, doch Sie müssen vorsichtig sein. Louis, war das wirklich ein Unfall? Vielleicht hast du es gewusst. Manchmal habe ich das Gefühl, du hast alles durchschaut.